Was geht ab, meine OZ-Fighter-Hose? Und gestern gab es eine Wartung für die japanische Version von DokkaBattle. Es gab ein App-Update. Wir befinden uns, glaube ich, nun auf 4.2.2. Es kam nichts wirklich Neues hinzu. Es gab nur ein paar Bugfixes. Aber wir haben unter anderem ein paar neue Informationen zu Charakteren. Zum einen unter anderem zu einem neuen Dokkan Awakening von dem World Tournament Strength Goku. Zu einem Goku Black, dem World Tournament Preis, den wir bekommen werden für JP. Und zum EZA von Super Saiyan 3 Tech Gotenks haben wir auch Informationen, Freunde. Shoutout an jeden, der hier beteiligt ist. Ihr seht es, Goresh, iSeries im Endeffekt und so also fort, Freunde. Jedenfalls, das World Tournament für JP ist am 15. Freunde, 15. März sollte Freitag sein, genau richtig. Und auf Global ebenso. Für Global haben wir noch keine Informationen zum World Tournament Preis, denn World Tournament Preis-Charakter auf Global wird ja Future Gohan sein. Wir haben im Prinzip die Infos zu den neuen Karten. Gucken wir uns mal das Ganze an. Das Interessante wird dann gleich sein, dass Izay vom Tech Super Saiyan 3 Gotenks, Freunde, da haben wir auch die Infos dazu, dass Izay selbst das Extreme Battle fängt morgen an. Morgen früh um 9 Uhr sollte das sein. Morgen Abend werden wir das auch in dem Stream streamen. Das Extreme Battle von Tech Super Saiyan 3 Gotenks heißt, wenn ihr Lust und Zeit habt, schaut auf jeden Fall vorbei. Der Streamplan ist in der Videobeschreibung, Freunde. Alright, und zwar, das ist quasi das Dokkan Awakening von dem World Tournament Strength Super Saiyan Goku. Er bekommt ein Awakening auf der japanischen Version. Im Endeffekt sieht das dann Ganze folgendermaßen aus: Nach seinem Awakening durch den Leader-Skill gibt der Super Strength Charakteren Ki plus 2 HP Attack und 80%. Er macht Supreme Damage und hat eine hohe Chance, den Gegner zu stunnen. Mit der Passive bekommt er auf den Angriff 100% und Ki plus 2 at Start of Turn, finde ich gut. Selbstständig 100% Ki plus 2 und bekommt zudem auf die Verteidigung 100%, wenn er eine Super Attack startet. Finde ich sehr gut. Finde ich wirklich ein schönes Awakening. Davor, like legit, davor wusste man nicht mal, dass es ihn gibt. Jetzt kann man ihn auf jeden Fall verwerten. 100% Attack, Death, Ki plus 2. Sehr schön, meiner Meinung nach. Links in Golden Warrior, Saiyan Warrior Race, Super Saiyan, Prepare for Battle, All in the Family, The First Awaken, Shattering Limit, hat auch gute Link-Skills, meiner Meinung nach. Und in den Cartoon ist er vertreten in Gokus Lineage und Pure Saiyans Logo. Dann kommen wir zu der World Tournament Preiskarte, wie gesagt. Nämlich, das wird ein Extreme Strength Goku Black. Was hat er drauf? Folgendes: Extreme Strength Charakteren gibt er Ki plus 2 HP Attack mit 70%. Mit seiner Super Attack macht er Supreme Damage und verringert Angriff und Verteidigung des Gegners. Passive Skill ist folgendermaßen: Er bekommt jedes Mal, wenn er angegriffen wird, 15% auf die Verteidigung, Maximum ist 60%, heißt, er ist ein wenig defensive Natur, aber er ist dann in der Hinsicht ein Supporter und das ist nice, komme ich gleich darauf zurück zu sprechen, denn jedem Future-Kategorie-Mitglied, Future-Saga-Kategorie-Mitglied, gibt er auf den Angriff 20%, auf die Verteidigung 10% und jedem Time-Travelers-Kategorie-Mitglied gibt er auf den Angriff 20%, auf die Verteidigung 10%. Man ist sich nun nicht sicher, ob es sich stackt. Heißt zum Beispiel, wenn ein Verbündeter im Team sowohl zu Future Saga gehört als auch zu den Time Travelers, ist man sich nicht sicher, ob er dann beides bekommt. Also 40% auf den Angriff und 20% auf die Verteidigung. Warum ist man sich da nicht sicher? Normalerweise weiß man sowas. Das werdet ihr auch gleich bei dem Izay von Gotenks merken. Denn DBZ Space ist, also der DBZ Space leitet, Freunde, ist einer wie du und ich. Es ist auch ein anderer Homeboy, also ein anderer Boy, sage ich mal einfach. Der heißt Ramsey auf jeden Fall. Man muss seine Arbeit auf jeden Fall schätzen. Der ist gerade im Urlaub, ganz einfach. Heißt, er konnte die Seite nicht updaten. Ist nicht schlimm, er soll sich ruhig seinen Urlaub gönnen. Er macht so oder so wirklich sehr, sehr viel für die Community mit seiner Webseite DBZ Space. Heißt aber wiederum, man kann halt daraus nicht die Daten fischen. Aber andere Dataminer, andere Leaker, zum Beispiel iSeriously, meinte, es stackt sich. Im Endeffekt wissen wir es dann, ob es sich stackt oder nicht, wenn der Boy erhältlich ist im Spiel. Wenn wir mit ihm quasi, wenn man es mit ihm testen kann. Aber wenn es sich tatsächlich stackt, dann kann ich ihn wirklich in vielen Teams als Supporter sehen. Er ist in den Kategorien Dream of Gods, Potara, Future Saga, Time Travelers. Natürlich in Time Travelers kann man ihn nicht spielen, denn der Leader, außer man hat Trunks zu Mai, der Leader ist in Goku Black. Aber in Teams wie Dream of Gods, Potara oder Future Saga kann man ihn auf jeden Fall als Supporter spielen. Vor allem in Dream of Gods und Potara kann ich mir das vorstellen, weil dort sind ja die Hauptrotation zum Beispiel auf jeden Fall Strength Rose und LA Goku Black und beide sind im Future Saga und Time Travelers. Oder zum Beispiel Dream of Gods Ui Goku mit Vegito Blue oder AGL Super Saiyan Gogeta mit Vegito Blue oder dann Potara Vegito Blue mit Tech mit, oder sei es der helle Vegito Blue jedenfalls, mit dann physisch Super Vegito zum Beispiel. Dann würde quasi nur Vegito Blue die aus in dieser Rotation diesen Boost bekommen. Natürlich physisch Super Vegito oder Ui Goku nicht. Aber
Wäre trotzdem wirklich eine sehr gute Alternative als Supporter, natürlich, wenn man auf den Ingoku Black verzichtet. Aber in den Setups von Realm of Gods und Potara und Future Saga kann man auf Ingoku Black verzichten. Time Travels nimmt man den Logo, weil er der Leader ist. Aber wie gesagt, wenn man da die Hauptrotation hat, die ich euch gerade genannt habe, und dann kommt so eine rein mit so einer Passive oder mit so einem Support-Aspekt, ist wirklich sehr, sehr gut. Zumal er sich dann noch zusätzlich dazu mit der Elegoku Black Rotation, überlegt mal, Strength Rosé, Elegoku Black und Dergoku Black sehr gut linkt. Durch die Links des Code Judgment, Fear and Fate Nightmare, Prepare for Battle, this is my future Big Bad Bosses, kann ich ihn mir wirklich als guten Supporter vorstellen. Man müsste quasi auf Ingoku Black verzichten, aber wie gesagt, sofern man ihn nicht als Leader hat, kann man in den anderen Teams auf ihn verzichten. Jedenfalls, heißt auf den freue ich mich. Das Extreme Z Battle von Tech Super Saiyan 3 Gotenks, wie gesagt, wird morgen erscheinen auf der japanischen Version. Wir werden es am Abend streamen. Und zwar gab es gestern in der Früh schon die Information aus der offiziellen Dokkan Battle Page auf Twitter und das Ganze wurde übersetzt folgendermaßen, Freunde. Durch den Niederskill gibt der Tech-Charakter den Key plus 4 HP Attack und F 100%. Ist nicht schlecht. Fürs Battlefield kann man ihn auf jeden Fall nutzen, als Subleader zum Beispiel. Passive ändert sich folgendermaßen. Auf den Angriff bekommt er 140%, wenn er eine Super-Attack startet. Und wenn die Key 11 oder weniger ist, bekommt er auf die Verteidigung 70%. Mit der 9 bis 10 Key Super-Attack erhöht er seinen Angriff massively für eine Runde und macht immens Damage. Das wurde gebufft. Wie Gotenks wissen wir, wenn ihr Gotenks nicht kennt, Tech Gotenks oder an sich von physisch Gotenks kennt man das auch. Er hat 3 Super Attacks: 9 bis 10 Key, 11 Key und 12 Key. Und bei diesem Tech Gotenks wollte man eigentlich immer die 11 Key erreichen oder 9 oder 10 war auch gut. Niemals die 12 Key, weil die 12 Key hatte Extreme Damage. Und ob dieser Multiplayer sich geändert hat, ob die 12 Key nach dem ECA Extreme Damage noch hat oder nicht, aus diesem Post hat man herausgelesen oder konnte man nicht herauslesen, dass es sich geändert hat. Sowohl die 11 Key als auch die 12 Key. Heißt, man ging davon aus, es ist geblieben. Man ging also davon aus, dass er auf der 12 Key nach dem ISA immer noch den Extreme Multiplayer hatte. Aber, wie gesagt, deswegen da auch ein bisschen die Verwirrung. Oder wir wissen es erst dann, wenn er quasi erhältlich ist. Man ist ja halt noch nicht sicher, ob es dann auf Supreme Damage geändert wird oder nicht. Weil manche Leaker und manche Dataminer haben gesagt, doch, es wird auf Supreme Damage geändert. Unter anderem hat es auch Dokkan Battle Wiki so gelistet. Aber im Endeffekt wissen wir dann morgen dazu mehr, Freunde. Jedenfalls, wegen den Super Attacks, was ist hier wichtig? Genau, also mit der... Was im Prinzip ändert, haben wir uns angesehen, mehr oder weniger. Jetzt geht man mal hier, Dokkan Battle Wiki geht davon aus, dass die 12 Key sich auch zu Supreme Damage ändert und Great Lower Stealth, das bleibt, aber der Multiplayer ändert sich von Extreme, ihr seht es, auf Supreme. Bin ich gespannt, ob das so wird. Wenn es so wird, umso besser. Aber man will trotzdem auf ihn auf jeden Fall eigentlich die 11 Key haben oder drunter, auch wegen der Passive, weil er hat eine 70% Verteidigung bekommen drauf, das muss man auf jeden Fall gut schreiben. Also schon mal so von der reinen Passive gesehen, hat er auf jeden Fall mal eine Verteidigung. Der physisch hat keine Verteidigung. Der physisch Super Saiyan 3 Gotenks, der verliert sogar an Verteidigung. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dieser Boy bekommt durch das Dupe-System 5000er Stats vom Dupe-System. Die Charaktere, die zuvor ein Ize bekommen haben, die ganzen Leader, Gogeta, Janemba etc., die ihre ältere Version, deutlich besser als ihre ältere Version wurden, zum Beispiel der Strength Gogeta wurde nach dem Ise besser als der Inkogeta. Das war auf jeden Fall auch der Fall, weil sie 7000er Stats durch das Typ-System bekommen haben und das waren die einzigen Charaktere. Heißt, die Charaktere, die danach jetzt ein Ise bekommen, wie zum Beispiel Gotenks, die bekommen nicht durch das Typ-System, wenn sie auf 100% sind, bis zu 7000 auf jeden Set, sondern bis zu 5000. Dementsprechend haben wir hier folgende Stats, Freunde. Für den Izei Gotenks, was heißt das? Weil viele haben schon, gemeckert will ich nicht sagen, aber viele haben sich vielleicht beschwert und haben gesagt, ja toll, jetzt RIP physisch Super Saiyan 3 Gotenks, den werde ich nie wieder spielen und so nach dem Izei von Tech Gotenks. Ich habe da gesagt, na warte mal Freunde, müssen wir noch gucken, wie das Ganze verläuft, weil die bekommen ja nicht die 7000er Sets. Und im Endeffekt, was sich daraus dann herausgestellt hat, ist, diesen Tech Super Saiyan 3 Gotenks kann man, oder also an sich hat er eine Verteidigung, also defensiver ist er so oder so als er physisch Super Saiyan 3 Gotenks. Aber vom Damage her gesehen spielt man ihn im Super Saiyan 3 Team und in physisch im Fusion Team. Da macht er physisch ein wenig mehr Schaden, wenn es euch nur um den Schaden geht, wie gesagt. Woher kommt das? Wegen den Essays, Freunde. Man will ja mit ihm 11 oder weniger haben. Weil mit der 12 macht er Supreme Damage, beziehungsweise dann, ob es extrem ist, sei es dahingestellt. Aber in einem Fusion-Team ist es unmöglich mit ihm, die 11 oder drunter zu bekommen, wegen den Charakteren, die in dem Fusion-Team sind. Weil die Charaktere im Fusion-Team haben die meisten wirklich over the Flash
und Fuse Fighter. Heißt, er bekommt dann in der Rotation schon so oder so Ki plus 5. Durch den Leader-Skill 6 haben wir schon, dann startet er in die Rotation mit Ki plus 11. Und ein Ort muss man einsammeln. Heißt, er bekommt immer die 12 Ki. Das hat das Geschäft an dem Fusion-Team. Die linken sich sehr, sehr gut. Spielt aber gegen ihn. Bei dem physisch Super Saiyan 3 Gotenks ist es nicht schlimm, wenn man die 12 Ki bekommt. Weil da, der macht auf jeden Fall auch gut Schaden. Der hat auch immense Damage drauf. Bei ihm ist das nicht der Fall. Deswegen, in dem Super Saiyan 3 Team kann man auf jeden Fall ihn spielen, weil da haben die Charaktere nicht alle Over the Flash und Fuse Fighter, sondern nur Over the Flash und dann kann man auf die 9 bis 10 oder 11 Key kommen. Deswegen, ob ich das gut finde, ja, es ist eine Abwechslung. Man kann auf beide Charaktere zugreifen. Ich meine, das könnte man bei den anderen auch, bei Gogeta und so tralala, aber bei Gogeta ist halt so, wenn ihr den Strength habt, dann spielt ihr den Strength. Bei dem ist so, jetzt könnt ihr euch entscheiden. Bei einem Super Saiyan 3 Team spielt ihr ihn, bei einem Fusion den physisch. Ihr könnt bei einem Fusion den natürlich auch spielen, weil er eine Verteidigung hat, aber da machen die Jungs auf Dokkan Dere zum Beispiel auch ihren Job sehr, sehr gut. Die kalkulieren das alle und so. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen, wenn ich es nicht vergesse. Könnt ihr mal gerne reingucken, wie die das alles kalkulieren, falls so falls euch sowas auf jeden Fall auch interessiert, könnt ihr das gerne abchecken. Zu dem Extreme Sie selbst, Freunde, wird ganz easy sein. Stage 1 bis 30, sorry, wird es die Medaillen geben. Die Stones, wie alles, was hier gelistet ist. Welche Kategorie ist sehr effektiv gegen das Extreme Sea Battle von dreifachen Grundnix, wenn es morgen erscheinen wird, nämlich die Boys and Girls Kategorie, Freunde. Und wie gesagt, morgen werden wir das Ganze dann sehen, was da abgehen wird im Extreme Battle, ob wir da Schwierigkeiten haben werden oder nicht. Aber wie gesagt, wenn ihr das Ganze abchecken, wir könnten das gerne machen. Am Ende gibt es noch die Super Attacks von dem World Tournament Goku und dem Goku Black. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Freunde, lasst ihr ganz auf jeden Fall ein Like da. Ihr könnt mich gerne wissen lassen, was haltet ihr von dem Gotenks. Ich finde es gut, weil es eine Wahl. Nämlich den Tech Gotenks oder Physisch Gotenks. Also, der tut ihn jetzt quasi, er ist jetzt nicht deutlich besser als der physische, dass man sagt, nee, den physischen nehme ich nicht mehr. Ich finde das gut. So kann man beide Charaktere benutzen. Hört mich gerne wissen lassen, was ihr davon habt, Freunde. Ich denke, die zukünftigen EZs werden auch mehr oder weniger so sein, dass man die Wahl hat, wegen den 5000er Sets einfach. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ihr merkt es schon, ein bisschen auch verplappert wieder. Was heißt das? Ich wieder früh am Morgen, Freunde, macht nichts. Die Voice Drops kommen auch noch am Ende. Beenden wir das Ganze. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'm a girl.